Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nico Herr der Ringe. Und wir machen mal mindestens noch cool weiter. Jetzt haben wir die Gartenschatte entdeckt. Und dann nehmen wir das, den Hexenkönig. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der blaue Schatz da? Hallo? Weißt du was? Ich hasse Kämpfe. Ich will nur malen. Aber meine Orkbrüder haben meinen Künstlerhut irgendwo in den Minen von Moria vergraben. Dann bleibt mir wohl nur das Kämpfen. Oh, gib mir das! Jawohl, ja. Da unten ist er doch. Hexenkönig! So. Am Tag nicht verfügbar. Es ist eh so stockfinster. Naja. Ich bin auch außen rum, ja. Nö, ich muss das zerstören. Das wird auch vorbei. Komm, lau mir gehen, Leute. Das sind die blauen Punkte. Ja, servus. Fertige mir einen Mithril-Feuerbogen, damit ich meine Feinde mit Flammen der Gerechtigkeit versengen kann. Tut mir leid. Dann verrate ich dir, wie du Sturz von gefallenen Feinden bekommst. Das können wir sogar machen. Meine ewige Dankbarkeit. Der Rock der Schatz, aha. Lalalalalala. So. Stimmt, es ist ja nur nachts. Wahnsinn. Okay, dann hat Winterrad. Wie viel Prozent haben wir da jetzt? 67,1. Ah ja, okay. Okidokili. Gandalf der Geier.
bum, bum. Jawohl, ja. So, nach oben. Drei, vier. Eins, drei, vier. Wo ist das fünfte? Jawohl, haben wir auch. Ja, okay. Ich habe eine Bitte. Ein Freund von mir ist in der Schlacht von Pelennor gefallen.
Ich möchte seiner Familie sein glühendes Schild zurückgeben, bin aber verletzt und kann ihn nicht suchen. Suchst du ihn für mich? Falle! Mach mal schief! Ich bin dir dankbar. So, da ist so ein der Charakter. So, schauen wir mal, wie hat man da Hand? Ja, bei dir wäre wohl meine. Okay, wie ist der normale Weg? Also, okay. Das ist schon klar. Dann halt so. Da brauchen wir den hier. Wieder rüber klatschen. Jawohl.
Nein, wenn man da rückwärts springt, das kostet er halt einfach nicht. Elbenlaute wurde von einer Bande Orks gestohlen, die in letzter Zeit unsere Häuser plündert. Ich habe sie bis zum Schwarzen Tor verfolgt, aber traue mich nicht, sie mir zurückzuholen. Würdest du für mich gehen? Würdest du für mich gehen? Jo. Freile Franz. Vielen Dank für deine Hilfe. Das hat es in der Nacht. Von einem Objekt namens Mithril Zunderbüchse gehört, das Feuer mit einem schönen Feuerwerk entzündet. Wenn du mir eine schmiedest, weihe ich dich in das Geheimnis der Unbesiegbarkeit ein. Ah, cool. Hammer, ja. Wunderbar, danke. Ja, da war diesen Goldenstein nicht. Ui. Das war wahrscheinlich der. Naja. Dann. Ich weiß nicht, da halt mal nachts hin. Für was haben wir jetzt den Test bekommen? So.
Naja. Komm schon, jawohl, jawohl, komm. Also der schaut immer aus, als hätte er Schiss, du. Ja, ich krieg das schon die ganze Zeit. Ja, dann haben wir Minas Morgul auch wieder fertig. Dann bis zur nächsten Folge und Servus.